Tag gesagt und Routen rein. Wir spontan auf den See gefahren. Anfang Juni. Alle Routen sind wieder frei. Und Christian hat gleich einen schönen Fisch in the Drill. Das war ein Esox, hat sich gerade bei seinem Sprung schön enthakt. Oh, wir haben ihn gesehen. Petri. Ja. Leider die Kamera ein bisschen zu spät angemacht. Der Fisch hat ganz knapp vom Boot gebissen. Christian mit dem zweiten Esox. Yeah. Kein Riese, aber wehrt sich natürlich ganz gut. Jo. Ein kleiner. Petri. Oh, der schicke Fahrer, der Kumpel. Und Abfahrt. Charlie! Woll! Knüppel krumm! Spinner mit Gimmick! Sander! Sander! Jawoll! Das läuft ja! Den Kumpel werden wir mal gleich wieder zurücksetzen. Er ist ganz schön dunkel, der macht bestimmt noch Brutpflege. Im Crowd. Der ist richtig schön schwarz. Ja. Unten ist auch krass schwarz. Ja. Also mit dem Bauch liegen sie ja im Dreck. So, dann müssen wir mal die OP-Zange rausholen. Der Kleine. Ups. Petri, dank. Nächster Fisch, Esox. Esox kämpft da recht wenig, aber es ist einer. Jawohl. Das springt bestimmt gleich noch. Ansonsten greife ich zu, ganz schnell und robust. Jetzt wollt ihr es wissen. Guten Tag. Jo. Mal weg. Kein Riese, der darf nicht lange dauern. Zack. Schniepel. Schniepel. Abfahrt. Stellenwechsel, da hat es bei Christian wieder gerappelt. Ja, nur ein Schniepel. Leiern sich auch die großen Roller ein. Moin moin und Routen rein. Schöner Zander. Wir sind zwei Tage. Gestern war Champions League Finale, haben wir nichts gemacht. Heute ist das Wetter richtig eingebrochen, richtig kalt geworden. Da ist der erste. Zander. Sehr nett. Auch so kann es gehen. Christian wollte den Wobbler einfach nur noch einkurbeln. Da kam dieser kleine Esox noch daran. Jawohl. Hallo. Gute des Tanks bei Christian wieder einer eingestiegen. Kommt da. Schöner Esox. Jump around, jump around. Jump, jump, jump. Da ist er wieder weg. Tada. Sie können größer werden. Viel größer. Ja, könnten sie.
Na denn, adios. Gar nicht lange gedauert. Ist Christians Knüppel schon wieder krumm. Ich glaube, der ist jetzt mal einen Tick besser. Das wollen wir mal hoffen. Oder hängt im Krautbad. Nein, da ist er. Er ist ein bisschen besser als die anderen kleinen Schniepel. Ja. Gut drin. Boah, ist das heute verpasst. Schade. Komm mal einmal noch. Oh, gutes Ding. Petri, heil. Dank. Ist zwar auch noch kein Riese, aber der Beste heute. So, nach dem Stellenwechsel hat es ein paar Minuten gedauert, aber da hängt wieder einer. Es geht weiter. Sehr gut. Unglaublich. Sehr gut, Petri. Weg ist er. So, kurz Taktik und schnell gewechselt und da kommt ein Riesenbarsch. Egal. Ups. Damit haben wir das Märkische allerlei voll. Barschhecht Zander an einem Tag. Ist da etwa noch mal ein Zander eingestiegen auf den kleinen Gummi? An der Barschpeitsche? An der Barschpeitsche. Kein so schlechter, glaube ich. Eieieiei, ein richtig guter. Na, na, na. Auf den kleinen Miniköder. Moin. Sehr geil. Ja. Sender und Gummi. Petri. Dank. So, darf das Filet mal wieder schwimmen gehen. Petri. Danke. Der nächste gute Zander auf den Mini-Gummi. Ist ja unglaublich. Herrlich. Der Gummi ist weg. Ja, das macht nichts. Schönes Fischchen. Das ist mein Apparat. Petri, Digga, 3 Zander heute. Dank. Mein Christian hat's top gemacht. Papa darf auch mal. Das sieht auch ganz nach gutem Zander aus. Hallöchen. Jawolla. Das läuft ja heute. Jo. Geiles Teil. So, war da. Auch bloß ein 3-Inch-Gummi, also auch kein Riesending. Dafür ein guter Fisch. Petri. Dank. Übrigens sieht man sehr gut, wir haben 2 verschiedene Taktiken beim Fische zurücksetzen. Christian bevorzugt den harten Schwung. Ist der mit dem Fluchtreflex. Ja. Und ich nehme dann mehr oder wieder die weiche Kelle. Bei uns sind nicht alle Fische maßig oder groß. Barsch. Sehr gut. Und der nächste. Oh. Aber ich glaube, den habe ich mehr oder weniger irgendwo quer erwischt. Oh. Ja. Wo ist er denn? Der kommt, du musst hier mal gucken, Alter. Geil. Ich hoffe, dass er nicht ins Ackerseil geht. Ja, vielleicht auch ein guter. Schwer zu sagen. Ja, auf dem Rücken. Das ist auch ein guter. Ich bin beim Schlafen gestört. Komm mal her, Kumpel.
Zack. Alter, was ist das für ein Tag? Ja, die müssen ja nicht immer beißen. Hallo, wach. Und tschüss. Und der nächste. Diesmal noch ein kleiner. Der hat ausnahmsweise mal richtig gebissen. Boah, der ist hier richtig weggejagt. Hallo? Einmal nass gemacht. Ein für die Galerie? Naja, ein kleiner. Ja, es ist kein Schweiß.